Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück in Transim World 4 auf dem PC zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise und wir wollen im heutigen Video einer sehr wichtigen Frage nachgehen und diese lautet: Wie einsteigerfreundlich ist Transim World 4 wirklich? Können sich hier Anfängerinnen und Anfänger ohne Probleme im Spiel zurechtfinden und können Menschen, die hier gerade neu angefangen haben mit Transim World 4, speziell Menschen, die noch gar keinen Eisenbahnsimulator gespielt haben, können diese wirklich schon mit Transim World 4 nach sehr kurzer Zeit Spaß haben? Meine persönliche Antwort dazu ist ja, und wenn ihr in diesem Spiel neu eingestiegen seid, vielleicht noch nie vorher einen anderen Eisenbahnsimulator gespielt habt, dann solltet ihr euch als erstes in das Transim World 4 Trainingszentrum begeben. Das Trainingszentrum ist in jeder Transim World 4 Edition enthalten, also sowohl in den preiswerten Starterpacks als auch in der sehr teuren Special Edition. Und das Trainingszentrum von Transim World 4, also das Trainingszentrum, vermittelt euch zunächst die Grundlagen, die ihr braucht, um Transim World 4 erfolgreich spielen zu können. Da gibt es ja extra den Menüpunkt Grundlagen und das Ganze schlüsselt sich dann in 11 Kapitel auf und das fängt halt ganz am Anfang an mit Navigation, Bildschirmelemente bis hin, dass ihr hier alles Wichtige lernt, also einen Zug bewegen, Fahrgastbetrieb, Führerstandswechsel, Wege ändern, Diesellokomotiven bedienen, kuppeln und abkuppeln, dann eben auch sogar die Bedienung der Dampfloks. Und wir sehen, dass hier auch dazu im Trainingscenter verschiedene Fahrzeuge dabei sind, also hier die Dampflok LMS Stania Class 8F, die Diesellok Class 66 und das Fahrzeug Class 323. Diese drei Fahrzeuge sind in jeder Transim World 4 Edition enthalten. Also sowohl in den Starter Packs als auch in der Special Edition, natürlich auch in der Standard und in der Deluxe Edition. Die Fahrzeuge gehören zum Trainingscenter und wie gesagt, sie sind in jeder Edition enthalten. Und ich habe mir gedacht, wir gucken uns einfach mal diese Grundmissionen heute der Reihe nach an. Könnte also ein etwas längeres Video werden und gucken uns mal an, wie einsteigerfreundlich ist Transim World 4 wirklich. Dann lasst uns einfach mal starten. So, da sehen wir hier eine Ladesequenz. Das Trainingscenter, das ist ja eine fiktive Gegend, wobei das Gleisnitz einem deutschen Eisenbahntestcenter nachempfunden ist. So, das erste Kapitel ist Navigation und Interaktion. Willkommen bei Transim World, einer immersiven und hochdetaillierten Eisenbahnsimulation mit authentischen Strecken und Zügen aus aller Welt. Dies ist das Trainingszentrum. Hier können Sie lernen, wie man sich bewegt, wie man mit der Welt interagiert und natürlich auch, wie man Züge bedient. Schauen wir uns um. Finden und schauen Sie sich jede Markierung an. Also besonders gefällt mir schon mal, dass wir jetzt im Trainingscenter im Vergleich zu den Vorgängerspielen, also das Trainingscenter, das gab es ja schon im Vorgängerspiel Transim World 3, dass wir jetzt sowohl eine männliche als auch eine weibliche Stimme haben. Und die männliche Stimme, die kommt mir doch aus einigen Dokumentationen im deutschen Privatfernsehen sehr bekannt vor. So, und wir beginnen, dass wir erst einmal die Maus bewegen sollen. Hierhin, dann einmal nach rechts und dann nochmal nach links. So, und dann werden wir gefragt, wenn Sie nach oben und schauen, also da, ob wir die Achse umkehren möchten, das möchte ich jetzt in meinem Fall nicht machen. So. Ihr aktuelles Ziel wird Ihnen oben links angezeigt. Gehen Sie zur blauen Markierung, um das aktuelle Ziel abzuschließen. Ja, also hier wird uns das Spiel wirklich von Grund auf erklärt, was wir machen müssen, jetzt aktuell hier noch zu Fuß. Wie gesagt, das Trainingscenter, in dem wir uns jetzt hier befinden, ich zeige euch mal die Streckenkarte davon, das ist, wie gesagt, in jeder TSB 4 Edition enthalten. Das Gleisnetz entspricht einem deutschen Eisenbahntestcenter in der Nähe von Mönchengladbach, aber die Gegend hier im Spiel, die ist fiktiv gestaltet. So, dann begeben wir uns mal nach vorn. Also wir können uns hier mit auf dem PC mit W vorwärts gehen, mit S rückwärts, mit A nach links und mit D nach rechts. Also diese typische WASD-Steuerung, die wir auch vielen aus sehr, sehr vielen Spielen kennen, die eben, also aus sehr vielen Spielen kennen, wo wir eben uns zu Fuß bewegen. Nicht nur in der Simulation. Sie haben Aktionspunkte erhalten. Diese werden oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt und zu Ihrer Gesamterfahrung hinzugezählt.
Dies ist eine von vielen Streckenaufgaben, die entdeckt werden können. Halten Sie die Augen offen für viele weitere Streckenaufgaben, die platziert, aufgesammelt oder repariert werden können. Richtig. Gehen Sie in das Hauptgebäude, wo Sie die Einführung fortführen werden. Ja, und das ist absolut richtig. Es gibt bei jeder Strecke Nebenaufgaben. Bei allen Strecken ist das gleich, dass wir irgendwo Streckenkarten aufhängen können und dann unterscheiden sich die Aufgaben. Bei der einen Strecke müssen wir Defibrillatoren aufhängen, bei der anderen Strecke müssen wir was reparieren. Also das sind halt so diese Nebenaufgaben. So, jetzt begeben wir uns in das wunderschöne Gebäude, das Trainingscenter hier in Transom World 4. Niemand da? Wir machen gerade Mittagspause. Nee, Frühstück. Zweites Frühstück machen die wahrscheinlich gerade. Dann können wir uns hier hinbegeben. Sehr, sehr schöne Ecke. Und was sollen wir Platz nehmen? Da legen wir uns einfach mal geschmeidig auf die Couch. Ah, Füße hoch. Sie können Transom World jederzeit pausieren, um Ziele zu überprüfen und sich Informationen über alles, was gerade passiert, anzuschauen. Versuchen Sie es jetzt und kehren Sie dann zum Spiel zurück, nachdem Sie einen Blick darauf geworfen haben. Ja, das Ganze machen wir auf dem PC mit der Escape-Taste. Und da ergänzend von mir nochmal ein paar Informationen, und zwar was die Einsteigerfreundlichkeit angeht. Da können wir uns hier in den Einstellungen von Transom World 4 auch nochmal verschiedene Sachen einstellen. Beispielsweise, ich weiß nicht, ob das jetzt hier später noch erwähnt wird, beispielsweise bei HUD und Gameplay gibt es da nochmal verschiedene Hilfeoptionen, die wir uns anzeigen lassen können, um uns das Spielerlebnis eben zu vereinfachen oder das Ganze etwas anspruchsvoller zu gestalten. Beispielsweise gibt es dann hier die Möglichkeit, wenn wir mit Zugsicherungssystemen fahren, diese Hilfe anzeigen zu lassen. Die habe ich jetzt bei mir ausgeschaltet. Ihr schaut mal in die vergangenen Videos hinein. Da wird das zum Beispiel angezeigt, wie lang die Überwachungskurve dauert bei der PZB und wann wir uns befreien können. Dann gibt es auch die Möglichkeit, uns das Ganze noch bei den Fahrzeugen anzeigen zu lassen, wenn wir nicht losfahren können. Dann zeigt das an, warum oder was, warum wir nicht losfahren können, zumindest in den meisten Fällen. Also hier sehen wir viele Hilfsfunktionen, die wir uns ein- oder ausschalten können. Ja, so viel hier wollte ich euch noch dazu sagen, auch bei der Steuerung zum Beispiel, da haben wir auch nochmal die Möglichkeit oder bei allgemein uns dann nochmal verschiedene Sachen hier anzeigen zu lassen. Hier zum Beispiel der Streckenmonitor, da haben wir jetzt aktuell den minimalen, da gibt es auch noch den einfachen Streckenmonitor, den wir uns anzeigen können. Dann sehen wir jetzt hier unten rechts, wenn wir am Fahrzeug sitzen, noch die Geschwindigkeit. Und das stelle ich jetzt auch wieder aus, weil ich spiele jetzt gerne mit dem neuen minimalen Streckenmonitor. Also da haben wir auch noch die verschiedene Möglichkeiten, um uns wirklich dieses Spiel von einfach bis kompliziert anzeigen zu lassen. Hier gibt es noch den normalen Streckenmonitor, den wir hier noch kennen. Der ist dann noch ein bisschen einfacher, aber ich stelle jetzt mal wieder den minimalen ein. Wie gesagt, der minimale Streckenmonitor, das ist da auch eine Neuerung, die es erst mit TSW 4 gibt, also aus. Naja, da bin ich jetzt noch nicht so Fan, also so fit bin ich da auch noch nicht. So, okay, jetzt aber genug ausgeholt auf der Couch. Stehen wir mal wieder auf und dann gucken wir mal, was wie und wo wir jetzt weiter hingehen müssen. Anscheinend mal das Trainingscenter jetzt, zu erkunden. Da Sie die Grundlagen des Umherbewegens und des Interagierens mit der Umwelt erlernt haben, lassen Sie uns durch das Gebäude gehen und die Züge finden. Ja, dann gucken wir doch mal, ob und wo wir die Züge finden. Wie gesagt, ich finde es toll, dass wir jetzt nicht nur wie immer die männliche Stimme haben, sondern jetzt eben auch eine weibliche Stimme haben, die uns begleitet. Das macht das ganze Spiel auch nochmal etwas attraktiver. Und hier drüben sehen wir die Züge, die zur Transom World 4 Deluxe Edition gehören. Da sehen wir alle Züge stehen. Wie gesagt, Deluxe Edition bietet ja zusätzlich die deutsche Strecke Nahverkehr Dresden. Beispielsweise im neuen Design. Dampfloks scheinen schon vorgeheizt zu sein. Dies ist der zentrale Platz. Von hier aus können Sie die Hallen und den Rangierbahnhof des Trainingszentrums erforschen. Das können wir tun. Und zwar blenden wir uns das Ganze mal aus. Ich mache mal ein schönes Bild. Und wir sollen jetzt die Taste 9 drücken. Das haben wir ja schon gemacht. Uns das Trainingscenter angeschaut. Ihr seht, das ist auch relativ weitläufig. So. Und im Übrigen gibt es auch zu jedem einzelnen Fahrzeug ein Training. Die finden meist im Trainingscenter statt, aber nicht alle. Also ab TSW 3 finden, also alles, was ab TSW 3 veröffentlicht wurde, da findet das Training der Fahrzeuge hier im Trainingscenter statt. Alles, was vorher kam, dann auf den jeweiligen Strecken. So, dann begeben wir uns einmal noch hier hin. Und die Reise zum Bedienen von Zügen startet hier im Trainingszentrum. Vergessen Sie nicht, dass Sie jederzeit vom Hauptmenü aus hierher kommen können, um Ihr Wissen aufzufrischen, wenn Sie unsicher sind.
Und... Machen Sie mit anderen Trainingsmodulen hier im Trainingszentrum weiter. Und wenn Sie bereit sind, nehmen Sie weitere Herausforderungen in anderen Umgebungen an. Ja, und damit haben wir das erste Kapitel abgeschlossen. Wir kriegen dafür sogar Steam-Errungenschaften, dass wir das jetzt hier einmal gespielt haben, kriegen die Platin-Medaille. Ich denke, hier konnten wir jetzt auch nicht viel verkehrt machen. Dann gehen wir einfach mal weiter. Und ich würde sagen, wir begeben uns direkt in das nächste Trainingsmodul. So, das wird uns dann nochmal die Bildschirmelemente erklären. Dann machen wir wahrscheinlich gleich direkt weiter, wo wir sind. Oder befinden wir uns dann in einem Fahrzeug? Wir werden es gleich sehen. Ja. Dieses Modul beschäftigt sich mit der Blickfeldanzeige oder auch HUD, welches angezeigt wird, wenn Sie einen Zug steuern. Klettern Sie die Leiter hinauf in den Zug und setzen Sie sich auf den angezeigten Sitz. Ja, dann werden wir das erstmal tun. Uns erst einmal zu dem Zug begeben. Und wie gesagt, wenn wir die Umschalttaste gedrückt halten, dann können wir auch ein bisschen schneller laufen. Mache ich jetzt in diesem Fall einfach mal. Und dann begeben wir uns direkt hier in den Führerstand, klettern einmal hinein, nachdem wir jetzt... Ja, was haben wir den ganzen Tag eigentlich gemacht? Keine Ahnung. So, jetzt nehmen wir Platz und dann sehen wir die Bildschirmelemente. Willkommen im wichtigsten Sitz des Zuges. Während Sie hier sitzen, haben Sie die vollständige Kontrolle. Aber bevor Sie den Zug in Bewegung setzen, schauen wir uns die Blickfeldanzeige an, die unten rechts aufgetaucht ist. Eine Blickfeldanzeige zeigt an, was der Zug macht. Der Hauptteil der Blickfeldanzeige... So, wartet mal, Leute, und dazu muss ich euch nämlich hier das andere HUD einblenden, sonst ist das nicht nachvollziehbar. Wartet mal einen kleinen Augenblick. Zugänglichkeit. So, dann zeige ich euch jetzt mal das normale HUD an. So, denn das Training ist die Geschwindigkeitsanzeige. Ein weißer Balken wird auftauchen und Ihnen die aktuelle Geschwindigkeit anzeigen und die rote Markierung zeigt Ihnen die maximal zugelassene Höchstgeschwindigkeit an. Ja, also klar soweit. Hier ist gemeint eben, das ist der Geschwindigkeitsbegrenzer und dass eben hier die Geschwindigkeit angezeigt wird, die wir fahren. Wie gesagt, wenn wir mit dem minimalen HUD fahren, dann müssen wir die Geschwindigkeit hier vom Tachometer dann ablesen. Also da ist das dann schon etwas anspruchsvoller. So. Dies ist die Richtungsschalteranzeige. Ein Pfeil zeigt Ihnen die Stellung vorwärts, rückwärts und neutral an. Okay. Dies ist die Leistungsanzeige. Die Nummer zeigt Ihnen an, in welcher Position sich der Leistungsregler befindet. Dies sind die Bremsanzeigen. Diese unterscheiden sich je nach Zug und werden im Zug selbst oftmals mit Hilfe verschiedener Anzeigen dargestellt. Sie zeigen an, was sich im Bremssystem des Zuges abspielt. Die wichtigste Anzeige ist die Bremszylinderanzeige, kurz BC. Wenn diese Anzeige 0 anzeigt, dann sind die Bremsen gelöst. Jeder andere Wert zeigt an, dass die Bremsen angelegt sind und Sie nicht losfahren können. Genau, und das müssen wir, wenn wir mit vereinfachtem Steuerelement fahren, dann glaube ich auch hier von diesen in Bar, das müssen wir dann dort ablesen. Jeder Zug kann kleinere Unterschiede in der Blickfeldanzeige haben, die einzigartig sind in der Art und Weise, wie sie funktionieren. Aber meistens werden sie gleich aussehen. Wenn Sie lernen, neue Züge zu steuern, studieren Sie die Blickfeldanzeige und lernen Sie, wie sie Ihnen beim Bedienen behilflich sein kann. Wenn Sie sich dies erneut anschauen möchten, können Sie dieses Trainingsmodul jederzeit wiederholen. Das ist richtig und damit ist Kapitel 2 schon abgeschlossen. Die Blickfeldanzeige, wie gesagt, ist darauf halt eingestellt, dass ihr eben diesen Streckenmonitor, also diese Anzeigen HUD normal oder einfach angezeigt habt. Deswegen habe ich das jetzt nachträglich nochmal eingeschalten. Und die können wirklich voneinander abweichen, denn gerade bei Dampflokomotiven sind die zum Beispiel etwas anders. Da ist ja dieser Druck im Kessel da ganz entscheidend dafür, dass da immer ein bestimmter Druck da sein muss, dass ihr dann fahren könnt. So, dann begeben wir uns mal weiter. Und zwar in das Trainingsmodul einen Zug bewegen. So, jetzt wird es also wirklich richtig interessant. Wie gesagt, das Video heute wird definitiv etwas länger werden. Ich habe vor, die kompletten Grundlagen durchzuspielen, so als kleine Entschädigung, dass die letzten Tage hier so wenig kamen. In diesem Trainingsmodul werfen wir einen Blick darauf, wie man einen Zug in Bewegung setzt und anschließend wieder anhält.
Auch wenn viele Züge unterschiedliche Steuerungen haben und in verschiedenen Arten bedient werden, so gibt es im Wesentlichen drei Steuerungen, die üblich sind und die benötigt werden, um den Zug in Bewegung zu versetzen. Der Richtungswender gibt die Fahrtrichtung vor, entweder vorwärts oder rückwärts. Die Bremsen werden genutzt, um den Zug zu verlangsamen oder anzuhalten. Der Leistungsregler kontrolliert, wie schnell der Zug beschleunigt. Bei diesem Zug werden Leistung und Bremse über einen Kombihebel Leistung-Bremse gesteuert. Wir wollen den Zug vorwärts bewegen, also stellen Sie den Richtungsschalter auf diese Position. So, und wie gesagt, ich lasse jetzt hier mal diesen Streckenmonitor mal eingeblendet. Das heißt, wenn wir den Richtungswender jetzt hier, der steht drauf aus, deswegen ist da das X, auf vorwärts stellen, zeigt er uns das hier auch an. Ziehen Sie den Kombihebel Leistung Bremse zu sich hin, um die Bremsen zu lösen und die Leistung zu erhöhen. So, Kombihebel, das haben wir auch bei den allermeisten englischen Zügen. Das heißt, hier, wir ziehen den jetzt zu uns. Das heißt, wir verringern die Bremsstufe, stellen den jetzt auf aus, beziehungsweise könnten den jetzt auf die Stufe 1 stellen und dann rollt nämlich unser Zug los und wir übernehmen die erste Fahrt. Und das sollen wir sogar 25 Meilen pro Stunde erreichen. Unser Zug, das ist eine Class 323, ein englischer elektrischer Zug. Erstmals gab es den, glaube ich, mit der Strecke Birmingham Cross City Line für Transom World 4, für den Vorgänger Transom World 3. Dann gab es den nochmal, oder gibt es den nochmal bei der englischen Strecke, wie heißt sie denn gleich, bei der englischen Strecke, Glossop Line von Manchester nach Glossop. So, wir sollen 25 km/h erreichen. Das haben wir gleich geschafft. Ich lasse den jetzt auch mal ein bisschen langsamer rollen, unseren Zug. Wir können uns auch mal so ein bisschen im Führerstand umschauen. Das Thema Zugsicherungssysteme wird hier nicht erwähnt im Training. Jetzt, da Sie die Zielgeschwindigkeit erreicht haben, können Sie den Fahrschalter wieder auf Null setzen. Der Zug wird dann ausrollen und auf ebenerdigem Gelände wird der Zug allmählich verlangsamen. So, habe ich gerade, während sie das uns das erklärt hat, eben gemacht. Also den Leerlauf eingeschalten, dass wir den Zug jetzt hier rollen lassen. Also Thema Zugsicherungssysteme, das gibt es ja bei fast allen Zügen hier im Spiel. Das wird in den Trainings und Tutorien nicht erwähnt. Dazu findet ihr die Informationen unter anderem in den Handbüchern zu den Transom World 4 Strecken und dasselbe bei den DLCs. Während der spezifische Betrieb der Bremsen sich von Zug zu Zug unterscheiden kann, gibt es dennoch einen grundsätzlich gleichbleibenden Prozess, wie man einen Zug anhält. Bringen Sie den Zug zum Stillstand, indem Sie den Kombihebel Leistung-Bremse in den Bremsbereich bewegen. So. Die Menge an Bremskraft, die Sie anwenden müssen, hängt zudem von verschiedenen Faktoren ab. Zum Beispiel, wie schwer der Zug ist, ob Sie eine Steigung erklimmen oder ein Gefälle herunterfahren. Gut, dann sollen wir also den Zug zum Bremsen bringen. Wahrscheinlich sollen wir jetzt hier auf dem Abstellgleis halten und ja nicht einfach irgendwo auf der Weiche, schätze ich jetzt einfach mal. Wie gesagt, und das sehen wir dann hier, wie wir die Bremskraft aufbauen. Im Augenblick noch gar keine, weil ich das Ding noch gar nicht angelegt habe. Aber ich werde es jetzt hier einmal anlegen und zwar auf die Stufe 1. Wir sind ja relativ langsam. Im kleinen Zug sind auch relativ langsam unterwegs. Und bringen unseren Zug jetzt hier zum Anhalten. Ihr seht, bei so einem Nahverkehrszug ist Bremsen kein Problem. Wenn wir aber so einen amerikanischen Güterzug fahren mit 2-3 Kilometer Länge, da sieht das Ganze anders aus. Einen Zug anzuhalten ist die größte Herausforderung. Besonders, wenn er an dem richtigen Ort angehalten werden muss. Ja. Das beschließt dieses Modul. Starten Sie dieses Modul neu, wenn Sie die einzelnen Schritte wiederholen möchten. Oder fahren Sie mit dem nächsten Modul fort. Und da muss ich die Dame auch bestätigen, als ich damals mit den Eisenbahnsimulatoren angefangen habe, das war in meinem Fall damals 2002, glaube ich, der Microsoft Train Simulator, das war auch mein größtes Problem, an einem bestimmten Ort gut anhalten zu können. Also das ist die größte Herausforderung, aber wenn ihr da mit Personenzügen ranfangt, ist das hier in dem Spiel, man lernt es eigentlich relativ schnell. So, hier sehen wir auch eine Auswertung, ich würde sagen, wir begeben uns weiter und zwar zum Modul Fahrgastbetrieb. Da kommen dann wahrscheinlich so Dinge wie Türsteuerung jetzt noch ins Spiel. Den Fahrgastbetrieb, dem wir uns jetzt widmen.
So, und jetzt haben wir wieder schönes Wetter. In diesem Schulungsmodul lernen Sie die Grundlagen des Fahrgastbetriebs im BR-Class 323 Elektrotriebzug. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein. Ja, wenn wir bereit sind, steigen Sie ein. Das ist unser Zug, den wir hier fahren. Wieder unsere 323. Wie gesagt, halt, Moment. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. So, dann nehmen wir auf dem Lokführersitz Platz. So. Oh, die geht's aber zu. Um das Führerpult zu aktivieren, stecken Sie den Hauptschlüssel ein. Dann machen wir das. Da stecken wir den Hauptschlüssel ein. Gute Arbeit. Damit die Fahrgäste einsteigen können, müssen Sie die Türen öffnen. Halten Sie die Türen offen, damit die Fahrgäste genügend Zeit haben, in den Zug einzusteigen. So, dann öffnen wir die Türen in dem Fall auf der linken Seite. Hier haben wir die Steuerung für die rechte Seite. Das ist bei den englischen Zügen meist getrennt. Bei den deutschen Zügen ist das relativ häufig so, dass man dann einen Hebel hat, wo man die Seite halt dann vorwählen muss. Nachdem die Fahrgäste in den Zug eingestiegen sind, schließen Sie die Türen. Ja, sind auf jeden Fall sehr schnell eingestiegen, also schließen wir das Ganze einmal. Stellen Sie den Richtungsschalter auf vorwärts. So, den auf vorwärts. Sehr schön. Dann sind wir bereit. Erhöhen Sie die Leistung, um in Bewegung zu kommen. Und wir sehen hier noch einmal, welche Stufe wir jetzt hier... Also jetzt fahren wir ganz langsam los mit Stufe 1, mit unserem Zug. Dieser Zug hat einen Kombihebel für Bremse und Leistungsregler. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an und bringen Sie den Zug im Bahnhof sanft zum Stehen. Jetzt hier an dem Bahnhof noch oder wie? Nee, wir fahren einmal 600 Meter. Das heißt, nicht in diesem Bahnhof, sondern im Bahnhof Metro Süd sollen wir den zum Stehen bringen. Bin ich jetzt etwa im falschen Führerstand gestiegen. Wo fahren wir jetzt denn lang? Ach, wir fahren einmal hier um den Bogen und das ist halt leider noch ein Nachteil hier an diesen Entfernungen, sowohl im Streckenmonitor als auch hier bei der direkten Entfernung. Es wird immer nach wie vor die Luftlinie gemessen und nicht die tatsächliche Entfernung, die wir fahren. Da hoffe ich auch, dass das irgendwann mal nachgebessert wird. Also das ist eben ein kleineres Problem, was wir jetzt hier haben. Das zieht sich eigentlich schon durch die ganzen Transim World Teile und das ist natürlich ein bisschen... schade, dass das Ganze hier eben noch nicht angepasst ist. So, der Sound ist aber auch toll von dem Fahrzeug. So, jetzt werden wir aber langsam wieder runtergehen. Schneller als 60 werde ich jetzt hier gar nicht fahren, weil wir eben den Zug gleich wieder zum Anhalten bringen müssen. Und es ist auch für mich, wie gesagt, damals, als ich angefangen habe, aber da waren diese Simulatoren damals ein bisschen schwieriger zu spielen. So habe ich das zumindest in Erinnerung. Fand ich damals etwas schwieriger. Mittlerweile ist das mit dem Fahren und Anhalten, ja, wie gesagt, das muss man mit ein bisschen Übung, habt ihr das dann raus. Fangt, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, mit Personenzügen an zu üben. Das ist wesentlich einfacher vom Bremsen her als mit so einem schweren Güterzug. Und gucken wir mal, dass wir den hier zum Stehen bekommen. Hier am Bahnhof Metro Süd. So, wir sollen natürlich am besten innerhalb dieser Markierung halten, ist jetzt aber nicht mehr so... Das war früher mal extrem wichtig, ist jetzt aber nicht mehr so wichtig wie gedacht, denn hier zählt vor allem, dass man zumindest noch am Bahnsteig steht. Öffnen Sie diesmal die Türen auf der anderen Seite. So, Türen auf der rechten Seite öffnen. Sehen wir unsere schöne Glas... 323, die fährt übrigens nicht wie häufig in England mit Stromschiene, sondern in der Tat fährt dieser Zug mit Oberleitung, also mit also Stromabnehmer. Das hat man ja in England. Ja. Schließen Sie die Türen. So, und jetzt wahrscheinlich noch eine Runde fahren, schätze ich jetzt mal. So, zu. Erreichen Sie das nächste Ziel ohne Führung. So, na dann machen wir das mal. 700 Meter Metro Nord. Das ist wahrscheinlich wieder der Punkt, wo wir hergekommen sind. Also einmal im Kreis fahren. Also ich muss sagen, der Sound von dem Fahrzeug... Mir gefällt der Sound sehr. Mal gucken, wie schnell dürfen wir eigentlich fahren mit dem Zug. 90 Meilen müsste so in etwa 100, 105 Stundenkilometer sowas sein.
werde jetzt aber gar nicht so schnell fahren. Aber auch der Sound selber hat sich mit den neueren Fahrzeugen auch deutlich nochmal verbessert, dass du auch richtig schön Rollgeräusch hörst. Das ist leider bei den alten Fahrzeugen in Transim World so. Also diese Fahrzeuge aus den älteren DLCs, zum Beispiel aus DSW 2 und DSW 1, ist das leider immer noch ein bisschen problematisch, dass die oft keinen Rollsound haben. Und das ist dann halt, ja, doch ein bisschen schade, dass das noch nicht komplett korrigiert wurde. Man ist wohl da dran, aber es ist eben noch nicht komplett. So, wir erreichen jetzt wieder unsere Ausgangsstation, sind also jetzt einmal im Kreis gefahren mit unserem Zug. Und dann dürften wir uns wohl dem Ende des Tutorials nähern. So, einmal erreichen und dann nochmal die Fahrgäste ein- und aussteigen lassen. So. Und dann müssten wir das Ganze doch abgeschlossen haben. Wir verriegeln die Türen, oder muss ich noch eine Runde drehen? Okay. Gute Arbeit. Damit ist das Training zum Fahrgastbetrieb abgeschlossen. Sehr interessant auf jeden Fall. Thema Fahrgastbetrieb ist abgeschlossen. So, was ist denn dann das nächste Modul? Das wäre dann die Wege ändern. Das ist ja gerade in Rangierbahnhöfen sehr entscheidend, dass wir dort lernen, einfach die Wege zu ändern, wo wir die Weichen. Das haben wir auch in dem ein oder anderen Video schon selber gemacht. Deswegen gucke ich immer bei großen Bahnhöfen, empfehle ich auch euch immer zu gucken, ob ihr die Dieses Wege Modul ändern wird müsst. Ihnen näher bringen, wie man Weichen bedient, um den Weg, den ein Zug nimmt, zu ändern und wie man sich auf der Karte zurechtfindet. Die meisten Strecken auf der Welt werden ferngesteuert von einem Stellwerk oder einem Fahrdienstleiter. Aus der Perspektive des Zuges heraus ist die Richtung voreingestellt. Aber innerhalb von Rangierbahnhöfen und Betriebswerken sind regelmäßigere und kleinere Bewegungen nötig. Dort sind ferngesteuerte Weichen unpraktisch. An diesen Orten werden die Weichen per Hand gestellt. Sie können die Weichen stellen, indem Sie dorthin gehen und mit ihnen interagieren. Oder indem Sie zur 2D-Karte wechseln und sie von dort aus stellen. Genau. So, also, hier können wir... Ändern Sie die Weiche zuerst per Hand. Gehen Sie rüber und ändern Sie sie, indem Sie den Hebel benutzen. Sehen Sie zu, wie sich die Weichenzunge bewegt. Bewegen Sie sie noch ein paar Mal, damit Sie sehen, wie sie funktioniert. So, das ist das hier, die Weichenzunge. So, dann schaut mal genau hin. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Gehen Sie zum Zug und dann werfen wir einen Blick auf die Karte. So, dann begeben wir uns in den Zug. Ach nee, wir sollen auf der anderen Seite einsteigen. Es ist so sehr freundlich, dass die Tür für uns automatisch aufgeht. Klettern wir einmal nach oben. Nehmen Platz. Und rufen. Öffnen Sie die Karte und ändern Sie die angezeigte Weiche. So, und dasselbe könnt ihr also auch an der Karte, Taste 9. Und dann müsst ihr einfach hier, da müsst ihr auch den richtigen Weichenhebel erwischen, genau hier die Weiche ändern, anklicken und da seht ihr, dass dieser Balken sich dann ändert. Und da können wir auch Weichen ändern, da müssen wir nicht die ganzen Strecken laufen, die ein bisschen weiter weg liegen. So, kommt noch eine. Ihre Weichen sind korrekt gestellt. Setzen Sie den Zug in Bewegung und schauen Sie, ob es funktioniert. Wenn Sie nicht mehr wissen, wie man einen Zug in Bewegung setzt, können Sie das entsprechende Trainingsmodul wiederholen. Ja, ihr seht also, müsst genau... Wir wollen den Zug vorwärts bewegen, also stellen Sie den Richtungsschalter auf diese Position. So, vorwärts, sehr schön. Und dann die Taste A, um zu beschleunigen und zu unserem Zielort zu kommen. Wir sollen wieder 25 Stundenkilometer erreichen. Jetzt gucken wir mal, ob wir wirklich wechseln können. Aber wenn wir auf der Weiche gestanden hätten, dann hätten wir sie natürlich nicht stellen können. Das ist natürlich klar, du kannst ja nicht eine Weiche unter dem fahrenden Zug stellen. Sowas hat es leider schon gegeben, das hatte dann, naja, kam dann wohl zur Entgleisung. So, jetzt hier lang, so wie wir es gestellt haben, der Fahrweg scheint hier zu funktionieren. So, 25 Kilometer pro Stunde sollen wir erreichen. Dann rollen wir mal in Richtung unseres Ziels. Also Weichen haben wir jetzt alle gestellt. Im Prinzip haben wir schon unser Ziel erreicht für heute.
Jetzt, da Sie die Zielgeschwindigkeit erreicht haben, können Sie den Fahrschalter wieder auf Null setzen. Der Zug wird dann ausrollen und auf ebenerdigem Gelände wird der Zug allmählich verlangsamen. Ja, wo soll ich mein Züglein denn jetzt eigentlich hinbringen? Das ist die Frage. Bringen Sie den Zug zum Stillstand, indem Sie den Kombihebel Leistungsbremse in den Bremsbereich bewegen. Bringen wir den gleich mal hier auf dem Gleis zum Stillstand. Dass wir dann die anderen Gleise blockieren. Das beschließt dieses Modul. Alle Weichen im Trainingszentrum sind manuell. Sie können also überall hin, indem Sie die Karte nutzen und die Weichen per Hand stellen. Sie werden hier und dort Züge finden, mit denen Sie das Fahren üben können und die Sie im Rangierbahnhof umherbewegen können. Vergessen Sie nicht, dass Sie dieses Trainingsmodul wiederholen können, wenn Sie etwas nicht mehr wissen. Ja, das ist das Besondere. Ihr könnt das so oft spielen, bis ihr das wirklich verinnerlicht habt. So, dann ist dieses Modul abgeschlossen und das nächste wichtige Diesellokomotive einführen. Und da würde ich mal sagen, begeben wir uns direkt hier hinein ins Vergnügen, denn bei einer Diesellokomotive ist unter Umständen gerade beim Aufrüsten so ein bisschen mehr noch zu beachten als zum Beispiel bei so einem elektrischen Zug. Und ich habe deswegen auch hier den Streckenmonitor jetzt eingeblendet. In diesem Trainingsmodul lernen Sie, wie man eine dieselelektrische Lokomotive fährt und wie sich die Steuerung von der eines Triebwagens unterscheidet. Dies ist eine dieselelektrische Lokomotive der BR Class 66, die normalerweise für den Güterverkehr im Vereinigten Königreich eingesetzt wird. Der Richtungsschalter gibt die Fahrtrichtung vor, entweder vorwärts oder rückwärts. Diese Lokomotive verfügt über drei Arten von Bremsen, wobei es von der jeweiligen Situation abhängt, welche Sie verwenden. In zukünftigen Trainingsmodulen werden wir mehr über die verschiedenen Bremstypen erfahren. Der Leistungsregler kontrolliert, wie schnell der Zug beschleunigt. Wir wollen den Zug vorwärts bewegen. Bewegen Sie den Richtungsschalter also in diese Richtung. So, wir haben also, das ist der Richtungsschalter, das ist der Richtungsschalter. So, und wie gesagt... Wir müssen den Bremshebel in der Lösenposition halten, um die Bremsen in diesem Zug zu lösen. Sie können den Status der Bremsen über die Bremsleistungsdruckanzeige in der Mitte überwachen. Halten Sie den Bremshebel in der Lösenposition, bis die Anzeige 5 Bar anzeigt und die Nadel nach oben zeigt. Dies wird die Bremsen vollständig lösen. So. Ne, Moment, wir wollen in die Lösenposition, genau. Und da seht ihr, wie sich diese Nadel da ganz nach unten bewegt. Schauen Sie auf die Bremszylinderanzeige, die langsam gen 0 geht. Dies zeigt Ihnen an, dass die Bremsen nun vollständig gelöst sind und Sie den Zug in Bewegung setzen können. So. Schalten Sie etwas Leistung auf, um den Zug in Bewegung zu setzen. Den soll ich auf 3 schalten, das ist nicht nur etwas Leistung. Während Sie die Leistung aufschalten, werden Sie feststellen, dass sich die AMP-Leiste erhöht. Das ist die Menge an Leistung, die in die Fahrmotoren gebracht wird. Jetzt, da Sie die Zielgeschwindigkeit erreicht haben, können Sie den Fahrschalter wieder auf 0 setzen. Der Zug wird dann ausrollen und auf ebenerdigem Gelände wird der Zug allmählich verlangsamen. Ja, also mit Stufe 3, das fand ich schon sehr überraschend. Also, hier sehen wir unsere wunderschöne Diesellokomotive, die ja auch bei sehr vielen britischen Strecken enthalten ist. Und jeder, wie gesagt, jeder, der TSW 4 hat, hat jetzt auch diese Lokomotive schon über das Trainingscenter erhalten. Die sind übrigens auch ab und an in Deutschland unterwegs. Die Bremsen dieser Lokomotive sind manuell regelbar. Anstatt die Bremskraft direkt mit einem Hebel einzustellen, verwenden Sie die Bremssteuerung, um die Bremskraft zu erhöhen oder zu verringern. Die Bremskraft wird so lange gehalten, bis Sie die Bremsen lösen, so wie Sie es vor der Abfahrt getan haben. Halten Sie den Zug an, indem Sie den Bremshebel in die Anwendenposition bringen, bis die Bremsleistungsdruckanzeige in der Mitte des Führerstands 4 Bar anzeigt. So, das Ganze, wie gesagt... Die Menge an Bremskraft, die Sie anwenden müssen, hängt zudem von verschiedenen Faktoren ab. Zum Beispiel, wie schwer der Zug ist, ob Sie eine Steigung erklimmen oder ein Gefälle herunterfahren. Gut, wie gesagt, das ist halt mit der Bremse hier, wie gesagt, so, die steht jetzt auf Halten. Wir gehen jetzt hier auf Anlegen. Und dann hält er halt diese 4 Bar, oder in dem Fall sind es jetzt sogar
treibar, die wir vorgewählt haben. Also dann baut er quasi diesen Bremsdruck auf. Und das bleibt dann bei halten. Das sind halt so eine Bremse, das hat man auch bei den Deutschen, diese Lokomotiven, zum Beispiel der V60-Lokomotiven, da ist die Bremse auch so aufgebaut. Einen Zug anzuhalten ist die größte Herausforderung, besonders wenn er an dem richtigen Ort angehalten werden muss. So. Das beschließt dieses Modul. Starten Sie dieses Modul neu, wenn Sie die einzelnen Schritte wiederholen möchten. Oder fahren Sie mit dem nächsten Modul fort. Ja, da muss ich auch dazu sagen, mit diesem Bremsen, Bremsstärke vorwählen und dann halten, da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen, aber da kriegt ihr auch relativ schnell das Gefühl dafür raus. So, ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter und sind auf einmal schon bei der Dampflokomotive. Hier fehlen doch ein paar Tutorien. Dampflok bewegen und halten. Hier fehlen uns doch ein paar Sachen. Oder? Wir hatten doch eigentlich noch sowas wie Führerstand wechseln. War doch, glaube ich, auch irgendwo ein Tutorial. Also jetzt, bin ich leicht überfragt. Aber Dampflokomotiven ist auch das Schwierigste, am schwierigsten von allen zu fahren, weil es da ein paar Sachen zu beachten gibt. In diesem Trainingsmodul lernen Sie die Grundlagen der Bedienung dieser Dampflokomotive. Sie werden die Dampflokomotive Staniel Class 8F fahren. Wenn Sie bereit sind, klettern Sie auf die Bodenplatte. Ja, wir gehen mal davon aus, dass die Dampflokomotive vorgeheizt ist. Da sagen, das würden sich ja auch viele wünschen, dass man diese Lokomotiven... Setzen Sie sich auf den Lokführersitz. Dass man diese Lokomotiven selber im Spiel vorheizen kann. Glaube ich aber persönlich ehrlich gesagt nicht, dass das jemals möglich sein wird, weil so ein echtes Vorheizen bei einer Dampflok, das dauert ja mindestens, soweit ich da informiert bin, mindestens 2 Stunden. So. Hä, ich bin ja gar nicht... Ich muss erstmal auf... Hä, wie komme ich denn hier hoch? Ach, hier müssen wir das erstmal aufmachen, um damit hier einsteigen zu können. Und dann machen wir das mal zu. Nehmen wir uns den Hocker und nehmen Platz. Kein Heizer da, okay. Die Lokomotive auf die Abfahrt vor. So, und wir sehen hier... Stellen Sie den Richtungsschalter in die Position voll vorwärts. Sie benötigen die gesamte verfügbare Leistung, wenn Sie losfahren. So, und wir sehen ja, dass ja der Streckenmonitor etwas abweicht ist. Wir sehen nämlich hier den Kesseldruck und der muss wirklich relativ hoch sein. Der ist jetzt eigentlich aktuell sogar fast schon zu hoch. Der muss relativ hoch sein, ansonsten ist es schwierig zu fahren. So, und hier wird der Richtungswender zum Beispiel in gewissen Stufen eingestellt. Wir drehen ihn jetzt ganz maximal. Diese Lokomotive hat eine Kombinationsbremse, die sowohl die Dampf- als auch die Vakuumbremsen steuert. Dampfbremsen sind nur für die Lokomotive einsetzbar. Vakuumbremsen für den Rest des Zuges, sofern er mit Vakuumbremsen ausgestattet ist. Die Bremsen lösen sich, wenn ein Vakuum erzeugt wird. Der Lokführer kann den Bremshebel nutzen, um das Vakuum zu beseitigen, wodurch die Bremsen angelegt werden. Um so. Unterdruck für die Unterdruckbremsen zu erzeugen, verwenden wir die Auswerfer. Diese müssen wir erstmal öffnen. Der kleine Auswerfer sollte bei fahrendem Zug geöffnet bleiben, während der große Auswerfer verwendet werden kann, um das Vakuum nach dem Ankuppeln oder starken Bremsen schneller zu erhöhen. Das ist das hier, das Vakuum. Öffnen Sie die Zylinderhähne, um jegliches Wasser aus den Zylindern auszulassen, nachdem die Lokomotive stehen gelassen wurde. Wasser in den Zylindern kann die Lokomotive beschädigen, da es nicht wie Dampf komprimiert. So, haben wir auch gemacht. Und dann soll die Bremse gelöst werden. Und wir sehen, da baut sich dieses Vakuum relativ schnell auf. Bei Dampfloks wie der Leistungsregler. Er steuert, wie viel Dampf in die Zylinder abgegeben wird. Wird zu früh zu viel Leistung zugeführt, kann dies zu Radschlupf führen. Also erhöhen Sie die Leistung langsam. So, ja, und da muss man bei Dampflokomotiven wirklich aufpassen. Da hat man so schnell mit Radschlupf zu tun, auch wenn das mittlerweile verbessert wurde. So, dann müssten wir eigentlich diese Zylinderhähne dann schließen, normalerweise. So, die müssen auf geschlossen stellen. Mit der Taste C habe ich das jetzt gemacht, wie Cäsar. Ja. Richtig, das ist vor allem leistungssparend. Ihr könnt ja nicht die ganze Zeit offen lassen. So, dann mit der Taste 3 nach außen sehen wir hier unsere wunderschöne Dampflokomotive. Hier dampfen. So, und da vorne sollen wir
in gut paar Metern schon wieder anhalten. Wie gesagt, die Dampflok und die Diesellok sowie die Class 323, dieser kleine Elektrotriebwagen, die sind alle hier enthalten in Transim World. Alles eben schon dabei. Das haben wir natürlich jetzt geschaut, um wo wir da anhalten sollen. Ja, wir müssen ein bisschen beschleunigen. Aber klingt schon nicht schlecht, die Dampflok, oder was meint ihr? Da vorne sollen wir dann halten. Und auch das ist ein bisschen abenteuerlich mit der Dampflokomotive. Wir haben da natürlich auch, wie in jedem anderen Zug auch, das habe ich euch jetzt nicht so gezeigt, natürlich auch verschiedene Ansichten, wo wir uns mit den Pfeiltasten hin und her bewegen. Und gerade bei den Dampflokomotiven bietet sich das Ganze natürlich an. Da bietet sich das Ganze natürlich an, eben in die Außenansichten zu gehen, weil wir direkt im Führerstand der Dampflok selber so relativ wenig sehen und natürlich halten wir ein wenig zu früh an. Das passiert mir auch öfters mal in dem Spiel. So, kann ich jetzt einfach losfahren? Nee. Noch Glück, dass ich hier ein bisschen... So. Nutzen Sie die Kombinationsbremse, um etwas Bremskraft anzuwenden und den Zug zu einem Halt zu bringen. Ach, ich sollte ja gar nicht anhalten. Ja, wer lesen kann, ist ein Vorteil, würde ich mal sagen. Ihr seht, man kann jetzt auch bei einzelnen Lok mit 25% Leistung beschleunigen. Auch das ist nicht das Problem. Wir hätten das wohl überfahren sollen. Nun gut. Wir werden trotzdem hoffentlich dieses Tutorial abschließen. Aber schaut mal, was für eine Power die Lok hat. Es gibt ja aktuell vier Dampflokomotiven für Transim World 4. Wie gesagt, diese Stania, die ist jetzt schon hier im Spiel dabei. Wenn ihr die Deluxe Edition gekauft habt, dann habt ihr auch die Flying Scotsman dabei. Und wenn ihr die Strecke Spirit of Steam diese andere hier, diese Amber Gate Strecke besitzt, dann habt ihr da noch die Jubilee Class und die englische Lokomotive, diese Class 4F, diese kleine Rangierlokomotive, die ist halt bei dieser Amber Gate Strecke dabei. Also es ist nicht nur alles modern in Transim World 4, sondern es wird mitunter auch historisch. So, abgeschlossen. Gute Arbeit. Damit werden wir alle Grundlagen der Bedienung einer Dampflokomotive durchgegangen. Aber es gibt noch viel mehr zu lernen. Wenn Sie mehr über die Bedienung eines bestimmten Zugs erfahren möchten, suchen Sie nach dem Trainingsmodul im Trainingszentrum. Das ist korrekt. So, die Frage ist natürlich, haben wir jetzt schon das komplette Trainingscenter abgeschlossen? Hier kriegen wir nur Gold. Ja, weil wir nämlich einmal angehalten haben, wo wir es nicht sollten. Und dann kriegen wir Dampf fortgeschrittener Betrieb. Also wahrscheinlich jetzt Fahrgastbetrieb mit der Dampflok. Wie gesagt, mit der Dampflokomotive, mit dem ganzen, das ist echt Fingerspitzengefühl. Die Fahrphysik wurde ja mal mit einem Update verbessert, aber bergauf mit einem Schwärmzug, da hast du schon zu tun. In diesem Trainingsmodul lernen Sie den fortgeschrittenen Betrieb eines Dampfzuges sowie den grundlegenden Fahrgastbetrieb bei einer Stanier 8F Dampflokomotive. Und da seht ihr auch, dass auch die Wagen hier dabei sind. Wenn Sie bereit sind, richten Sie die Lokomotive zum Fahren ein. So, dann richten wir die Lokomotive. So, dann haben wir einmal das. Diese Lokomotive hat eine Kombinationsbremse, die sowohl die Dampf- als auch die Vakuumbremsen steuert. Dampfbremsen sind nur für die Lokomotive einsetzbar. Vakuumbremsen für den Rest des Zuges, sofern er mit Vakuumbremsen ausgestattet ist. Um Unterdruck für die Unterdruckbremsen zu erzeugen, verwenden wir die Auswerfer. Der kleine Auswerfer sollte bei fahrendem Zug geöffnet bleiben, während der große Auswerfer verwendet werden kann, um das Vakuum nach dem Ankuppeln oder starken Bremsen schneller zu erhöhen. Gut, also den kleinen wieder auf. Ach nee, das ist der große. Warte mal, so. Öffnen Sie die Zylinderhähne, um jegliches Wasser aus den Zylindern auszulassen, nachdem die Lokomotive stehen gelassen wurde. Wasser in den Zylindern kann die Lokomotive beschädigen, da es nicht wie Dampf komprimiert. Also man erwähnt hier bestimmte Sachen in mehreren Tutorien lieber zweimal als nur einmal. So, dann lösen wir die Bremse. Und ihr seht... Der Regler wird bei Dampfloks wie der Leistungsregler. Er steuert, wie viel Dampf in die Zylinder abgegeben wird. Und ihr seht schon... Öffnen Sie den Regler langsam, um etwas Kraft einzusetzen.
Die Leistung wird in einer Dampflokomotive verzögert abgegeben und ein zu frühes Anwenden von zu viel Kraft kann zu Radschlupf führen. Genau, und wir sehen, es dauert schon deutlich länger hier diesen Druck. Man sagt immer so 21, 22 sollte das sein, damit wir losfahren können. Ihr seht schon, das dauert, wenn wir Wagen am Haken haben, etwas länger. So. So, und dann dampft es hier im Trainingscenter. Finde ich auch toll, dass wir eben jetzt auch hier die Dampflok-Tutorien spielen können. Dass wir vor allem, völlig egal, für welche Edition wir uns entscheiden, eben auch eine Dampflokomotive bekommen. Jetzt müssen wir eigentlich diese hier zumachen. Normalerweise. Ihr könnt ja auch sehen, was ist ja genau die Zylinder. Das ist nämlich das nächste, was wir machen müssen. Dass wir die schließen müssen. Wir nehmen jetzt an Fahrt auf. Bewegen Sie den Richtungswender in Richtung des mittleren Gangs. Das reduziert den Dampfeinlass in den Stock. So, das Ganze dann auf 25. Das hatten wir schon. So, schneller als 30 dürfen wir sowieso nicht fahren. Okay, wo ist denn jetzt der nächste Bahnhof, wo wir hin sollen? Ach, wir fahren einmal drumrum, okay. Regler sollen wir schließen, genau, so war das. Betreibt machen zum... Okay, ich denke, wir sollen am Bahnhof halten, oder wie ist das jetzt hier? Soll ich jetzt so, ja... Nee, ach, da vorne ist der Bahnhof, okay. Okay, 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 jetzt habe ich was falsch. Hier ist der Bahnhof, in 500 Metern sollen wir anhalten. Naja. So, dann können wir den erstmal wieder auf 25 stellen. Also diese ganze Fahrverhalten der Dampflokomotiven wurde nochmal verbessert. Wie gesagt, da sind natürlich auch bei dem Tutorial diese Wagen dabei im Trainingscenter und auch ein paar Güterwagen gehören dazu. Es gab sogar, meine ich, im vergangenen Jahr für den Vorgänger Trainsim World 3, da gab es sogar mal für kurze Zeit eine Trainsim World 3 Upgrade Edition. Da war nur das Trainingscenter dabei mit der Class 66. Das hatte sich dann vor allem für diejenigen gelohnt, die gesagt haben, naja, an den aktuellen Strecken ist jetzt nicht so groß Interesse. Ich hätte gerne dann lieber, einfach nur meine alten DLCs. Vielleicht wird es sowas auch von TSB 4 geben, aber aktuell ist da meiner Meinung nach noch nichts bekannt. So, jetzt wollen wir ein bisschen schneller fahren. Also ihr seht, das Bremsen hier mit der Dampflok, das Fahren mit der Dampflok. Ja, jetzt eben, ja, ihr seht schon, ist nicht ganz so einfach. Jetzt könnten wir zum Beispiel den großen Auswerfer öffnen, um diesen Druck hier schneller aufzubauen und wieder weiterzufahren. Dafür ist nämlich der große Auswerfer da, einfach bei so Zügen oder gerade bei einem schweren Güterzug das Ganze eben etwas schneller zu lösen. So, dann halten wir also an dieser Station. Hä? Ich soll doch hier halten, wieso zeigst du mir denn doch so viele Meter an? Na egal. Mal so, dass wir hier halten können. So, Fahrgäste aufnehmen. Gute Arbeit. Damit die Fahrgäste einsteigen können, müssen Sie die Türen öffnen. Halten Sie die Türen offen, damit die Fahrgäste genügend Zeit haben, in den Zug einzusteigen. So, das machen wir in dem Fall, weil wir das ja an der Dampflok nicht haben, so eine Türanlage. Da machen wir das hier über die Tab-Taste und dann wieder die Türen links. Ich ahne schon, dass wir dann ohne Anweisung zum nächsten Bahnhof dann noch dampfen müssen. Müssen ja die Tutorien jetzt mal durchhaben, alle beide. So. Nachdem die Fahrgäste in den Zug eingestiegen sind, schließen sie die Türen. Und dann verriegeln wir die Türen. Und zwar beide. Und dann kann es losgehen, würde ich sagen. Gehen wir nun zum nächsten Bahnhof. Die Frage ist, reicht es mit 25 jetzt hier schon anzufahren? So, machen den mal auf, da ist der schneller. Wir können mal probieren, wieder mit 25% anzufahren. Achso, und wir hätten die eigentlich öffnen müssen. Stimmt. Genau. Und dann
Geht's los? Ja, es reicht. Wir können mit 25% anfahren. Müssen das nicht jedes Mal auf 70 stellen, so sparen wir auch Leistung. Der nächste Bahnhof ist 700 Meter Luftlinie entfernt. Das heißt, wir fahren wahrscheinlich einmal, wir gucken mal am Streckenmonitor, einmal im Kreis. Und dann sollten wir das Ganze abgeschlossen haben. Wenn ihr am PC spielt mit der Taste T wie Deodor, also ihr müsst natürlich das HUD eingeblendet haben, ausblenden könnt ihr das mit F1, einblenden mit auch wieder mit F1. Und wenn ihr das eingeblendet habt, könnt ihr mit T auch euer Logbuch aufrufen. Das seht ihr, was ihr noch alles zu tun habt. In dem Fall sollen wir zu Metro Nord fahren, dort Fahrgäste auf, Türen öffnen und schließen. Und dann haben wir dieses Tutorial dann wohl auch abgeschlossen. Aktuell gibt es auch nur englische Dampflokomotiven für Transim World 4. Ob jemals deutsche Dampflokomotiven in Planung sind oder kommen werden, dazu ist aktuell noch nichts bekannt. Bekannt ist aber, dass es demnächst, also sicherlich, eine neue deutsche Strecke entwickelt wird. Das ist die Maintalbahn, die hier auf der Liste steht, die auch offiziell angekündigt wurde. Das wird dann die nächste deutsche Strecke sein. Und diese Strecke, wo es auch erstmals die Baureihe 400, die Baureihe 642 Desiro Classic geben wird von Siemens. Die Strecke wird von Aschaffenburg nach Miltenberg führen. Da können wir dann auch die Baureihe 628 fahren in verkehrsroter Lackierung. Und ja, dann wird es noch eine Diesellokomotive geben. So, 300 Meter noch. Wir gehen auf geschlossen und bereiten uns schon mal auf das Anhalten vor. Dass wir hier an Metro Nord auch an der richtigen Stelle anhalten werden. Und dann die Türen eben auf der rechten Seite öffnen müssen. Und ihr seht doch, wir haben genug Spielraum beim Bahnsteig. Sollten wir uns verbremsen. Diese Wegmarkierungen, die sind ja allgemein, insbesondere wenn ihr... Ja, im Fahrplanmodus spielt, sind die manchmal echt kurios gesetzt. So, jetzt haben wir nicht korrekt gehalten. Öffnen Sie diesmal die. So, wenn wir das zu schnell machen, ihr seht es ja selber, dann wird die Erklärung manchmal übersprungen. Aber ich denke, es ist ja klar, was wir machen müssen. So, Fahrgäste steigen ein und aus. Haben wir den korrekt gehalten, überhaupt am Bahnsteig? Ich befürchte fast, dass der letzte Wagen sich außerhalb des Bahnsteiges befindet. Aber egal, wir sind gleich fertig. Wir verriegeln das auf der rechten Seite. Wie gesagt, wenn wir in der Lok keine Türsteuerung haben, dann über die Tab-Taste. Damit ist das Training zum Fahrgastbetrieb in einem Dampfzug abgeschlossen. So, das Training ist also abgeschlossen und wir werden schauen, was das nächste Modul ist. Also irgendwie werden die nicht der Reihenfolge nach abgearbeitet, so habe ich den Eindruck. Dampflok auftanken, das müsste doch das letzte schon sein. Aber da fehlt doch noch eins, da war doch, meine ich, mit Kuppeln war was und mit Führerstandswechsel müsste noch irgendwas sein. Wenn ich diese 11 Tutorien jetzt richtig in Erinnerung habe. Also Dampflok auftanken, eine Dampflok braucht ja Kohlen, eine Dampflok braucht Wasser. Und das können wir uns jetzt hier anschauen, wie das geht. In diesem Modul lernen Sie, wie man die Stanier 8F-Lokomotive mit Wasser und Kohle auffüllt, bevor wir sie an eine Reihe von Güterwagen ankuppeln. Was heißt, es gibt auch Lokomotiven... Bei dieser Dampflokomotive werden das Wasser und die Kohle, die für den Betrieb benötigt werden, hinter dem Führerstand in einem sogenannten Tender gelagert. Das ist dieses hier. Zuerst müssen Sie die Lokomotive vorbereiten, um das Wasser zu erhalten. Gehen Sie zum Wasserkran, wo Sie den Wasserschlauch über die Rückseite des Tenders der Lokomotive führen müssen. Okay, das hier ist der Wasserkran. Das ist der Wasserkran. Und mal gucken, ob wir das so machen können oder ob wir noch mitunter ein bisschen rangieren müssen. So, Wasserkran. Okay, das ist der Schlauch. Wenn der Schlauch in Position ist, klettern Sie auf den Kohlewagen und öffnen die Wasserluke. Stecken Sie den Schlauch in den Tank des Kohlewagens, sobald die Wasserluke geöffnet ist. So, da sind wir jetzt hier und da kommt das Wasser rein. Machen wir mal auf. So, Schlauch. Der Schlauch ist angeschlossen und der Kohlewagen ist bereit zum Befüllen. Schalten Sie das Wasser ein und beginnen Sie, den Kohlewagen zu füllen.
Okay. Ja, da Wasser und Kohle ist ja für die Dampfloks ganz wichtig. So, übrigens können wir natürlich auch Dieselloks mit Diesel betanken. Das ist natürlich auch möglich. All das ist, wie gesagt, Trainsim World, auch wenn das relativ wenig genutzt wird. Also meistens sind die Loks auch gut voll getankt. So, hier füllen wir jetzt ordentlich Wasser nach, bis es gefüllt ist. Ja, und da müssen wir das Ganze wieder zumachen. Nicht, dass wir eine kleine Überschwemmung noch machen. So, und dann müssen wir das Ganze natürlich jetzt hier wieder trennen. So. Schlauch ablegen. Und das machen wir zu. Und dann müssen wir den Schlauch einmal wegschwenken. Jetzt machen wir den auch noch kaputt. Und damit. Jetzt müssen Sie den Tender mit Kohle füllen. Bewegen Sie den Zug so, dass sich der Tender unter dem Kohleturm befindet. Ja, das ist die nächste Aufgabe. Also ein wenig rangieren erwartet uns auch noch. So, also müssen wir die Lok nur ein ganz kurzes Stück vorziehen. Boah, finde die immer so Schreck, immer so 75. Wie soll ich denn eigentlich mal 75% immer stellen für das kurze Stück? Aber egal. Wir machen uns das so, wie uns das Spiel das sagt. Lösen die Bremse. Und wie gesagt, hier löst sie sich so relativ schnell. Und da soll ich ja unter dem. Unter diesem Dings soll ich dann halten, also unter dem Kohlekran. So. Und ich werde jetzt nicht so schnell fahren. Ich lasse den hier maximal mit 5 km/h rollen. Das wird er ordentlich halten. Und da müssen wir nämlich schon sehr genau halten. Aber ihr seht, im Terrain, da sind ja an und für sich noch genug Kohlen. Ihr seht ja selber, der ist da eigentlich ganz gut gefüllt. Übrigens können wir das auch mit Güterzügen machen in Trains in World 4. Das heißt, wenn ihr Güterstrecken besitzt, da könnt ihr das auch machen, dass ihr unter so einem Kran fahrt und die Wagen dann mit diversen Sachen beladen werden. So, das können wir gelten lassen, oder? Ist das ein bisschen zu. Nee, hier musst du ganz. Ihr seht, hier musst du super genau halten. Das war schon wieder zu weit. Ja, das passt. So, dann machen wir die auf, sollen wir ja machen. Und dann, ihr seht, der kümmert sich dann automatisch. Also hier müssen wir nichts aktivieren, sondern der Kran füllt unseren. Gute Arbeit. So. Die Lokomotive ist jetzt mit Kohle und Wasser Ein befüllt bisschen mehr und ist jetzt drin. betriebsbereit. Jetzt erfolgt die Kupplung an die Wagen. Diese Lokomotive und Wagen haben eine Hakenkupplung. Wenn Sie nahe genug dran sind, müssen Sie sie manuell an die Lokomotive kuppeln. Kommen Sie langsam an den Puffern der Wagen zum Stehen. Gut, dann muss das Ganze auf rückwärts gestellt werden. Schätze ich. Nee, halt, nee, Steuerung auf. Doch, rückwärts, rückwärts. Wie wir gerade gesagt haben. Kuppeln, ja, also man kann auch vorwärts fahren mit dem Tender voraus. Das gibt es auch bei Dampfloks. Habe ich, glaube ich, aber hier im TSW noch nicht gesehen. Wobei es da, glaube ich, eine Fahrt geben soll. So, Bremse lösen. Wo sind denn unsere Wagen überhaupt? Hier. Schauen wir gleich, ob die Weichen richtig gestellt sind. Und das sind sie nicht. So. Und bei Rückwärtsfahrten, da hocke ich mich immer ganz gerne hier hin, weil ich da einfach ganz gerne einen Blick habe. Könnten uns aber auch, also wenn man sonst hinten raus relativ wenig Blick hat. So, Navigation Gleis 11 in 300 Metern. Ich werde jetzt gar nicht auch so schnell fahren. So, ja, es gibt Züge, die müssen wir selber aneinander kuppeln. Da können wir dann auch wieder entscheiden, ob wir das einfach per Mausklick machen oder aussteigen und per Mausklick machen. Und bei den ganz modernen Zügen, wie zum Beispiel den ICE oder diesen modernen Triebwagen, die kuppeln dann selber. Also da müssen wir nichts dann nochmal extra bestätigen. So, da vorne sind also die Güterwagen, wo wir hin sollen. Und da ist auch alles korrekt eingestellt an Weichen. Ich gucke da aber lieber noch mal, lieber einmal mehr drauf, was einmal zu wenig. Wie gesagt, wer sich für Dampflokomotiven interessiert, ihr könnt sie hier im Trainingscenter fahren. Ihr könnt sie über das freie Spiel eigentlich auf jeder Strecke mittlerweile fahren. Und wer so eine richtige Strecke möchte aus der Dampflokzeit, der sollte sich, wie gesagt, einmal die Strecke Embergate anschauen, also Embergate Chinle, beziehungsweise die Strecke Spirit of Steam, die euch dann das Jahr 1958 versetzt, wo da noch viele Dampflokomotiven unterwegs waren, wo ihr Personen- und Güterzüge da fahren könnt. So, dann halten wir einmal hier voran.
Seht, da haben wir nämlich auch eben die historischen Wagen dazu. So, dann das Ankuppeln. Wie gesagt, wir könnten jetzt aussteigen. Wie gesagt, wir können jetzt aus der Lok aussteigen und das machen. Wir können uns aber auch direkt beim PC mit der Maus hier hinbegeben und einfach direkt da raufklicken. Über den Streckenmonitor geht das. Ich klicke immer gerne direkt darauf, da ist ein bisschen Zeit gespart. So. Damit ist dieses Trainingsmodul abgeschlossen. Ja, Trainingsmodul abgeschlossen, das klingt doch gut. Ihr seht also, das ist schon so ein bisschen das fortgeschrittene Training, aber mit ein bisschen Feingefühl hat man das raus. Und damit sind wir fertig, so wie es aussieht. Dann begeben wir uns mal ins Transom World 4 Hauptmenü. Ich schaue noch mal auf die... auf die Uhr, ja, die Zeit wäre ohnehin oben, aber ich glaube, hier wurden nicht alle Tutorien erwähnt, oder täuscht mich das? Uns fehlen nur noch zwei Lektionen, einmal der Führerstandwechsel und einmal das Kuppeln und Entkuppeln. Also, warum das hier jetzt hier nicht eingereiht war, weiß ich nicht, aber das sind wahrscheinlich die schwierigeren Missionen, die dann zum Schluss, man hätte es zumindest zum Schluss machen sollen. Also, da gehen wir das nochmal durch, weil ich habe dann immer nur auf nächstes Modul geklickt. Und da wurden auch schon die wichtigsten Sachen vermittelt. So, hier machen wir mal das Thema Führerstandwechsel. In diesem Trainingsmodul werden Sie lernen, wie man Führerstände wechselt. Gut. In dieser kurzen Einführung erfahren Sie, wie Sie einen Führerstand für die Fahrt einrichten, einen Führerstand abrüsten und den leitenden Führerstand wechseln können. Okay. Zunächst müssen wir den Führerstand für die Fahrt einrichten. So. Stecken Sie den Hauptschlüssel ein, um das Führerpult zu entsperren. So, ganz wichtig, wie gesagt, auch wenn ihr Fahrplan fahrt, sehr häufig müsst ihr den Hauptschlüssel einstecken. Der Richtungsschalter wird verwendet, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Erhöhen Sie die Leistung, um loszufahren. Ja, dann machen wir das mal. Dann erhöhen wir die Leistung, um loszufahren. Und da sollen wir wieder in 700 Metern anhalten. Wir sind übrigens wieder unterwegs mit unserer schönen Class 323. Den jetzt hier mal, ich glaube 50 dürfen wir hier fahren, oder? Ja, 50 oder 45, 50 sowas? Ja, nee, 45 ist ja glaube ich. Doch, 50. 48, okay, schräge Zahl, die wir hier fahren dürfen. Ja, hier wird es jetzt also darum gehen, anzuhalten, Führerstand zu wechseln und dann wieder zurückzufahren, nehme ich jetzt mal an. Das ist auch sehr wichtig, also es gibt viele Szenarien, wo Führerstandswechsel ist, da wird euch das aber dann auch nochmal Stück für Stück erklärt, klicke dorthin und mach das und mach das. Und es gibt aber auch einige Strecken, wo das mal notwendig ist, wenn ihr gerade mehrere Fahrplanfahrten hintereinander fahren wollt, wo ihr dann vielleicht zum Beispiel im Dresdner Hauptbahnhof auf Nahverkehr Dresden den Führerstand wechseln müsst. Und alle ausführlichen Informationen dazu gibt es natürlich im Handbuch. So, dann... nähern wir uns schon unserem Ziel? Ah, das sollen wir nur überfahren, okay. Wenn Sie bereit sind, wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um den Zug sanft zum Stillstand zu bringen. Ach, hier ist das schon. Ist das schon hier, wo ich halten soll? So, da bringen wir unseren Zug zum Stehen. Und jetzt wird's interessant. Stellen Sie die Bremse, den Leistungsregler, auf neutral. Neutral. Was ist neutral? Das hier oder was? Aus. Okay, aus ist neutral. Das stimmt manchmal nicht so ganz. So, das dann auf aus, logischerweise. Und dann müssen wir den Führerstand ausschalten. Hä? Okay. Gut gemacht. Sie haben den Führerstand erfolgreich abgerüstet. Gehen Sie zum anderen Führerstand des Zuges. So, da können wir durch den Zug laufen. Auf den Lokführersitz. Wenn es ein und der gleiche Zug ist, können wir durch den Zug. Also wie kommt man denn hier durch? Zum Beispiel mit einem schweren Koffer. Das ist aber sehr, sehr eng. Wir können entweder durch den Zug laufen. Wir könnten auch aus dem Zug aussteigen und dann außen rumlaufen.
Da gibt es ja überall mehrere Möglichkeiten. Das kann ja jeder machen, wie es ist. In der Realität ist es so, wenn man durch einen Zug durch muss und der steht vielleicht noch ein bisschen am Bahnhof. In der Realität ist es, soweit ich das auch meinen eigenen Erfahrungen, ist es so, dass du außerhalb vom Zug immer schneller bist. Das ist so eng der Gang, also täuscht das. Gut. Egal, ist nicht unser Problem. So, Platz nehmen. Aktivieren Sie nun den Führerstand zum Fahren, indem Sie die gleichen Schritte wie zuvor ausführen. Das rein, das auf vorwärts. Ist ja jetzt bei dem Fahrzeug ist das ja relativ einfach. Und dann Leistung weg, um loszufahren. Mehr ist es ja nicht. Mehr ist es nicht. Es gibt aber Fahrzeuge, wo das ein bisschen schwieriger ist. Gut gemacht. Sie wissen jetzt, wie Sie in einem Zug den Führerstand wechseln. Damit ist dieses Trainingsmodul abgeschlossen. Okay, so ein kurzes Trainingsmodul. Jetzt habe ich die Zeit nicht mal gemessen. So, fertig sind wir nach knapp 5 Minuten. Okay, Geschwindigkeit haben wir überschritten und dafür gibt es zu Recht Punktabzug. So, dann gucken wir nochmal. Ein Tutorial fehlt noch. Da müssen wir nochmal in das Zugliste des Trainingszentrums zurückkehren. Und da können wir nun das letzte Tutorial abschließen. Ankuppeln und abkuppeln, das machen wir dann mit der Diesellok Klasse 66, dass uns das erklärt wird, beziehungsweise hier die Zugliste, sämtliche Züge, wo wir das lernen können. Und da machen wir jetzt das letzte Tutorial mit der Klasse 66. Da geht es dann ums Thema An- und Abkuppeln. Und dann haben wir auch das Ganze geschafft. In diesem Trainingsmodul lernen Sie, wie Kupplungsvorgänge normalerweise durchgeführt werden. Das An- und Abkuppeln ist sowohl für den Güter- als auch für den Personenverkehr wichtig. Verschiedene Regionen und Züge haben verschiedene Methoden der Kupplung, aber die Grundlagen bleiben immer die gleichen. Das stimmt zum Beispiel. Sie bedienen eine BR-Class 66 Lokomotive und sind für das An- und Abkuppeln von Erzwagen zuständig, die normalerweise für den Transport von Kohle, Erzen und anderen Bergbauprodukten verwendet werden. Diese Lokomotive kann entweder mit Bouquet- oder Hakenkupplung gekuppelt werden. Vor dem Ankuppeln sollten Sie die Kupplungen überprüfen und sicherstellen, dass sie sich in der richtigen Position befinden. Wenn die Kupplungen in der falschen Position gekuppelt werden, kann dies zu Schäden oder Entgleisungen führen. Ja, also verschiedene Kupplungen gibt es also nicht in der Realität, sondern auch eben hier im Spiel. Und dazu zählt vor allem hier in Train Sim World 4... Hä, was soll ich denn jetzt machen? Ich soll die... Hä? Wo soll ich das denn jetzt einstellen? Hier jetzt oder was? Genau, hier. Kupplungen umstellen. Buckley, also hier, ihr seht, dann haben wir verschiedene... Gehen wir zurück zur Lokomotive und kuppeln sie an die Wagen an. So. Ach so, ich muss zurücksetzen mit der Lok. Okay. Gut, so, dann machen wir hier. Na, ich lasse die Tür mal offen. Wir nehmen einfach mal Platz. Sie werden rückwärts an die Wagen heranfahren. Also stellen Sie den Richtungsschalter auf die Rückwärtsposition. Genau, ich fahre die Glas ja auch nicht so oft. So, dann schauen wir auf die Taste 9, ob die Weichen korrekt gestellt sind. Und die müssen wir nämlich stellen. Können wir so oder so machen. Und da sind unsere Wagen. Das ist gar nicht so weit. Wir müssen den Bremshebel in der Lösenposition halten, um die Bremsen in diesem Zug zu lösen. Sie können den Status der Bremsen über die Bremsleistungsdruckanzeige in der Mitte überwachen. Halten Sie den Bremshebel in der Lösenposition, bis die Anzeige 5 Bar anzeigt und die Nadel nach oben zeigt. Dies wird die Bremse... So, ihr seht... Schauen Sie auf die Bremszylinderanzeige, die langsam gen 0 geht. Dies zeigt Ihnen an, dass die Bremsen nun vollständig gelöst sind und Sie den Zug in Bewegung setzen können. Korrekt. Schalten Sie etwas Leistung auf, um den Zug in Bewegung zu setzen. Die Außenkamera sorgt für bessere Sicht beim Rückwärtsfahren. Genau, und deswegen fahre ich auch ganz gerne mit der Taste 3. Ich setze mich da meistens aufs Dach oder zur Seite. Gerade beim Drücken. Und ihr müsst nicht auf Stufe 3 stellen. Zum Glück nicht. Ich habe jetzt die Stufe 1, weil Stufe 3, das wäre jetzt hier echt gefährlich. Okay, ich soll da vorne schon anhalten.
Ah, das lief schief, das läuft schief, das läuft schief. Halten Sie langsam vor den Wagen an. Sie müssen nahe genug sein, damit das Ankuppeln möglich ist. Im Idealfall sollten sich die Puffer berühren. So, Bremsen lösen sich wieder. Ihr seht, bei der Diesellokomotive ist es nicht so einfach mit den Bremsen, wie zum Beispiel mit dem kleinen Elektrozug, den wir da hatten. So, und dann würde ich sagen, nicht schneller als 5 km/h. Soll ich aber hier nochmal anhalten? Soll ich jetzt direkt vor den Wagen anhalten, oder? So. Kuppeln Sie die Wagen an die Lokomotive. Sie können dies entweder zu Fuß oder mit Hilfe der Außenkamera tun. Okay, dann müssen wir aber erstmal noch ein Stück fahren. Ich mache das ja, wie gesagt, sehr, sehr gerne mit der Außenkamera. So, und wenn ihr zu schnell dran fahrt, da bockt euch das nämlich ganz gerne immer weg. So, Puckkupplung. Und jetzt haben wir das angekuppelt. Dann passt das. Gute Arbeit. Ändern Sie die Fahrtrichtung mit dem Richtungsschalter und bringen Sie die Wagen an den angegebenen Ort. So, dann muss ich eigentlich nicht mit der Bremse hier was einstellen bei der Lok? Na egal. Da mussten die doch eigentlich auch noch eingestellt werden. So, egal. Wir lösen die Bremse. Wie gesagt, ich mache das Ganze auch ganz gerne mit den Tastenkombinationen, weil ich das immer schon mit Tasten spiele. Könnt natürlich auch mit der Maus das einstellen, aber es geht auch mit den Tasten auf dem PC. Das zeigt, glaube ich, im Tutorial zumindest bei den Texten jetzt auch die richtigen Tasten an. So, dann die Wagen bis davor. Ist die Weiche überhaupt da vorne richtig gestellt? Hier vorne? Okay, so weit sollen wir da gar nicht. Und dann soll ich die wieder abkuppeln da vorne, oder wie ist das? Die Dame wird es uns ja sagen. So, auf das Aus. Ach so, oder ich rangiere die rückwärts auf ein anderes Gleis. Das kann auch sein. Ja, genau, wir rangieren die einfach auf ein anderes Gleis. Wir machen, wenn wir so wollen, jetzt eigentlich ein bisschen rangieren, was wir jetzt hier üben. Also ist alles dabei in dem Trainingscenter, das muss man mal sagen. Wir üben alle möglichen Fälle. Das muss man jetzt mal wirklich sehr, sehr lobend. Sehr loben hier an dem Spiel. Es sind wirklich alle Fälle hier vor, die... Die Bremse reagiert echt zögerlich. Aber wir sind noch dran. Ach, so eine Lok und solche alten Güterwagen, die ja eigentlich so in das Dampflok-DLC passen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja kein Problem. So, dann... Weiche einmal umstellen. Genau, wir rangieren jetzt einfach nur unsere Wagen auf ein anderes Gleis. Wie gesagt, ihr könnt hier alles mit Tastatur steuern. Beim Controller auf den Konsolen geht da, glaube ich, auch vieles mit Tastenkombinationen. Ich habe das erste Mal im Sommer, im August, glaube ich, wo ich das TSW4 mal probespielen durfte, mit einigen anderen, das erstmals überhaupt auf der PS5 mal ausprobiert. Und das war schon eine kleine Umstellung. Man hat sich da aber relativ schnell mit den Tastenkombinationen eingeübt. So. Jetzt drücken wir die Wagen einmal hier auf das Nebengleis. Ja, das passt. Die Weichen sind korrekt gestellt. Ja, mal so ein klein bisschen mal nebenbei was machen. Ein paar schöne Screenshots noch für euch. Für dieses wirklich lange Video. Ich hatte echt überlegt, mache ich da jetzt getrennte Videos für euch draus oder machen wir ein langes Video, wo wir einfach mal das komplette Trainingscenter kennenlernen werden. Mit all seinen 11 Grundmissionen. Wie gesagt, diese 11 Grundaufgaben in jeder TSW-Edition enthalten. Mal gucken, ob das heute noch rauskommt, weil es ist über eine Stunde jetzt, glaube ich, wenn wir alles zusammenzählen. Das dauert, man muss hier so vorausschauend bremsen, bis der diesen Bremsdruck aufgebaut hat. So, aber das haben wir geschafft. Und jetzt kuppeln wir die Wagen ja wahrscheinlich dann ab wieder. Kuppeln Sie nun die Wagen ab. Entweder zu Fuß oder mit Hilfe der Außenkamera. Wisst ihr was? Dann machen wir das jetzt mal zu Fuß. Damit ihr das auch mal gesehen habt, da gehen wir zu Fuß hier hin. Kuppeln die Wagen ab. Und dann haben wir das erledigt, oder?
Ändern Sie die Richtung mit dem Richtungsschalter und halten Sie auf dem angegebenen Nebengleis an. Auf dem angegebenen Nebengleis davor wieder was, oder? Wir schauen doch mal. Ja, passt auch wieder. Also, wir haben nicht nur das Kuppeln geübt, sondern gleichzeitig auch unsere, wenn wir so wollen, erste Rangiermission hier geübt. So, dann bauen wir erstmal wieder die Bremsleistung auf. Wir sind toll in die Eisen gegangen mit der Lok. Also man muss das echt ein bisschen Intus haben mit dieser Bremse bei der Lok. Aber ich glaube, die muss man dann auch eigentlich, zumindest war das in früheren Versionen so, dass das eigentlich auch noch eingestellt werden muss. Die Bremse, dass die korrekt eingestellt werden muss. Gut, weiter. Dann bis davor, die 220 Meter, die wir davor rollen. Bleibt da jetzt auch bei der Rangiergeschwindigkeit. Muss er jetzt hier nicht so rasen, auch wenn das jetzt hier egal ist in dem Trainingscenter. Die weichen auch diese Geräusche, die finde ich auch toll. Ja, im Übrigen soll ja noch jetzt in einem der nächsten Patches dann der Formation Designer veröffentlicht werden für Transom World 4. Wo wir uns dann selber Zugverbände zusammenstellen können. Das ist ja jetzt, aktuell ist das eigentlich schon möglich, allerdings über Umwege. So, ist die Frage, zählst du Gleis oder zählst du Punkt? Meist zählt das ja mittlerweile Gleis. Damit ist dieses Modul abgeschlossen. Denken Sie daran, dass der Prozess je nach Region und Zug leicht abweichen kann. Wenn Sie sich unsicher sind, überprüfen Sie die Trainingsmodule. So, und damit haben wir auch das letzte Trainingsmodul der Grundausbildung hier in diesem Spiel abgeschlossen, holen uns nochmal Platin und wir geben uns jetzt mal zurück in das Trainingscenter. Also warum diese beiden Missionen übersprungen werden, wahrscheinlich weil das dann doch ein bisschen mehr zu tun ist und man sich doch, wenn man das der Reihe nach spielt, immer nächstes Modul, dass man sich doch erstmal auf das Nötigste konzentriert, alle drei Loks gefahren ist und diese Mission ja, ihr könnt ja immer einzeln, ihr müsst das ja nicht der Reihe nach spielen, ihr könnt sie ja immer einzeln auswählen. Wie gesagt, hier haben wir ein bisschen gefailt, aber ja, das sind die 11 Grundmissionen, die, wie gesagt, in jeder Transom World 4 Edition enthalten sind. Auch die dazugehörigen Fahrzeuge, also die Dampflok, der Elektrozug und die Class 66, sowie die Wagen, die ihr hier gesehen habt, die sind in jeder TSW 4 Edition enthalten. Ganz egal, welche ihr euch gekauft habt, ob so ein Starterpack oder halt diese ganz große Edition, das ist immer dabei. Und ja, vielleicht ist ja der ein oder andere hier dabei. Und mich würde das mal freuen von jemandem, der wirklich ganz neu eingestiegen ist in Transom World 4. Wie haben euch diese Trainingsmodule geholfen? Konntet ihr dadurch auf Anhieb das Zugfahren lernen? Habt ihr euch da gleich in dem Spiel super zurechtgefunden? Also ich finde, dass dieses Trainingscenter, gerade diese 11 Missionen, dass das im Vergleich zum Vorgänger deutlich übersichtlicher aufgebaut ist, dass ihr ja wirklich Schritt für Schritt lernen könnt und eigentlich alles lernen können, was für dieses Spiel wichtig ist. Egal ob Szenario oder Fahrplanfahrt oder gerade Fahrplanfahrt, da braucht man ja einiges davon. Das wirklich die wichtigsten Dinge und ich spiele diese Spielereihe schon seit ja fast 7 Jahren. Von daher hat man sich ja wirklich aufs Wesentliche konzentriert. Und ich finde, dass das wirklich ein guter Einstieg ist, dass man eben auch alle Traktionsarten mal kennenlernt hier mit Diesel-, Elektro- und Dampflokomotiv, dass das eben alles schon dabei ist in diesem Spiel, unabhängig, welche Version wir uns kaufen. Wie gesagt, dann gibt es halt noch die verschiedenen Sachen, die Hilfen, die wir uns hier im Spiel einstellen können. Ich mache mir jetzt mal meinen Streckenmonitor mal wieder auf Minimal, wenn ich es jetzt gleich finde. Denn mit dem spiele ich zurzeit lieber. Minimal anwenden, super. Ja, ansonsten, wie gesagt, weitere Hilfen findet ihr. Ihr findet zu jedem Fahrzeug hier ein Training. Egal, ob ihr Fahrzeug, die ihr jetzt hier oder Strecke gekauft habt, dafür gibt es zu jedem dieser Fahrzeuge hier ein Training, was ihr spielen könnt, wo ihr eben lernt, wie setze ich das Fahrzeug in Bewegung, wie bringe ich das wieder zu, wie bremse ich das ab. Dann gibt es noch so ein paar Sondersachen, die ihr dann spielen könnt, wie rangieren und so weiter. Manchmal sind die Trainings auch relativ lang. Und dann gibt es, ja, außerdem zu jedem Fahrzeug noch Handbücher, auf Steam liegen die halt bei den DLCs, beziehungsweise bei Transom World 4 Handbücher, wo euch dann auch nochmal die Führerstände Stück für Stück erklärt sind, wie ihr die aufrüstet, das Ganze ist in englischer Sprache, es gibt noch Videoeinführungen, das ist ein Teil davon auch in deutscher Sprache, beispielsweise hat hier der YouTube-Kanal Transom Play auch einige interessante Tutorien gemacht, wie ihr die Züge aufrüsten könnt.
Also, aber wie gesagt, die Grundlagen, die lernt ihr hier im Trainingszentrum. Und also für mich gab es noch keinen Eisenbahnsimulator. Wie gesagt, ich bin seit Dezember 2002 dabei. Hab damals mit dem Microsoft Train Simulator angefangen. Dann kam irgendwann PTP, PTP 2, dann kam der Train Simulator Classic oder die Vorläufer vom Train Simulator Classic. Und dann kam irgendwann TSW. Und für mich persönlich muss ich sagen, ich habe vorher noch kein Spiel erlebt, welches einsteigerfreundlicher ist. Es gab zwar in den anderen Spielen auch Tutorien, aber die waren, ja doch, der MSTS hatte so ähnliche Tutorien, aber hier im Transim World 4 ist es für mich, es ist bis jetzt das Spiel, wo es für mich am einfachsten ist und war, zu lernen, wie ich diese Züge hier bedienen kann. Und das ist eigentlich immer einsteigerfreundlicher geworden. Wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung zu dem Ganzen. Und deswegen würde ich sagen, wenn ihr Eisenbahnsimulatoren noch nie gespielt habt, meine Empfehlung ist, wenn ihr auf den Konsolen spielt, PlayStation, Xbox, gerade 5, also neunte Generation, also Xbox Series oder PlayStation 5, dann solltet ihr mit Transim World auf jeden Fall anfangen. Ist meine persönliche Meinung dazu. Auf dem PC solltet ihr, muss ich euch leider empfehlen, bevor ihr euch TSW holt, prüft bitte die Hardware-Voraussetzungen, denn es braucht hier schon eine etwas stärkere Grafikkarte. Ihr braucht jetzt nicht die allerneueste Superkarte, aber so eine 20er-Serie oder 10er-Serie sollte das schon sein von GeForce. Also ich habe jetzt hier die 3060 drin, da kann das ohne Probleme auf höchsten Anforderungen spielen. Das Ganze eben, obwohl das Spiel auf einer externen SSD-Platte liegt, und das funktioniert bei mir eigentlich ja weitestgehend flüssig bei 60 FPS und höchster, wirklich höchster grafischer Einstellung, was ihr jetzt auch so gesehen habt. Aber die Entscheidung, ob ihr TSW kauft oder ob ihr euch gut zurechtfindet, die müsst ihr natürlich selber treffen. Also ich finde, dass dieses Trainingscenter schon sehr gut mittlerweile aufgebaut ist. Wie gesagt, im Vorgänger war das noch so ein bisschen durcheinander gewesen, aber hier mit diesen Grundlagen, dass wir das hier Stück für Stück eben durchspielen können und eigentlich in relativ kurzer Zeit, es waren jetzt vielleicht anderthalb Stunden sowas, was wir jetzt aufgenommen haben, in relativ kurzer Zeit eigentlich das Wichtigste, was wir für das Zugfahren lernen. Wie gesagt, Zugsicherungssysteme, die sind außen vor gelassen. Da findet ihr in den Handbüchern zu den jeweiligen Strecken bzw. Fahrzeugen dann die wichtigen Informationen, wenn ihr mit Zugsicherungssystemen spielen wollt. Das ist sowas wie SIFA, PZB, LZB, jetzt, um mich auf die deutschen Züge jetzt mal einzugehen. Bei den englischen gibt es das auch, wobei die englischen Systeme relativ einfach sind, weil ihr da einfach nur quittieren müsst. Bei den deutschen PZB, das ist schon etwas komplexer. Aber auch da findet ihr beispielsweise Videotutorien. Ich meine, dass auch hier Trains and Play beispielsweise schon ein bisschen was dazu gemacht hat. Und auch andere YouTube-Kanäle, die euch das System mal näher gebracht haben. Ja, und dann sind wir für heute nun nach einem sehr, sehr langen Video endlich durch. Ich danke euch bis hierhin fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder mit am Start seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Schreibt mir eure Meinung dazu. Was haltet ihr vom Trainingscenter? Und wie einsteigerfreundlich findet ihr Transim World 4? Seid ihr vielleicht Neueinsteigerin oder Neueinsteiger? Und es ist euer allererstes Eisenbahnspiel, was ihr gespielt habt. Wie gut habt ihr euch zurechtgefunden? Hat euch dieses Trainingscenter dabei geholfen? Schreibt dazu bitte unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Ich danke euch bis hierhin fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr im nächsten Video jetzt wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.